So, ich glaube, dass wir live sind. Ja, wir sind live. Hallo und schönen guten Tag. Ich sage sonst immer guten Morgen, aber wir haben schon 12 Uhr Mittag. Heute geht es um das Thema in diesem Live-Interview, um welchen Wert haben Inspiration im Business? Und ich bin heute mit der wunderbaren Marit Alke hier. Marit, magst du mal kurz Hallo sagen, bevor ich deine Einleitung für dich mache? Hallo, soll ich noch mehr sagen? Genau, Das reicht also schön, vollkommen. dass ich hier bin. Schön, dass du da bist. Also Marit Alke, wer ist Marit Alke? Für diejenigen, die sie noch nicht kennen wollen, ich kaum vorstellen kann, Menschen, die Marit nicht kennen, sie ist ein bunter Hund in der Online-Szene. Also viele Online-Unternehmer und Online-Unternehmerinnen kennen Marit bereits. Sie steht für Online-Kurse. Sie ist eine erfahrene Expertin auf diesem Gebiet. Und ihr Online-Business läuft unter dem Titel Online-Kurse, die Wert schaffen. Und darauf legt Marit sehr viel Wert, dass der Wert vorhanden ist. Und deswegen auch ist es ein Teil von dem heutigen Gespräch. Also welchen Wert hat Inspiration? Und Marit hat auch eine Facebook-Gruppe, die sehr bekannt ist, nämlich erfolgreichen Online-Kursen. Und auch seit kurzem, auch glaube ich, für Beginner hast du eine neue Gruppe Eine geschaffen. kleinere, genau. Weil Genau. das einfach wurde zu einer fortgeschrittenen Gruppe. Fortgeschrittenen Fragen, die, glaube ich, dann Einsteiger so, oh Gott, wie jetzt? Das muss ich mich auch überlegen. Und dann hatte ich entschieden, das zu trennen und da mehr Input zu geben. Genau, also es gibt zwei Gruppen, die heißt einfach Online-Kurs Einsteiger. Online-Kurs-Einsteiger, Genau. sehr schön. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden nicht über Online-Kurse als solches, sondern es geht, das Gespräch findet statt in einem ganz anderen Rahmen, nämlich die Marit ist zusammen mit Katrin Linsbach seit einigen Jahren im intuitiven Aufbau, würde ich sagen, von einer Eventreihe, angefangen mit dem Inspirationscamp oder InspiCamp for short, die zweimal im Jahr durchgeführt wird. Und letztes Jahr wurde eine Schwester geboren. Also sie ist eigentlich die kleinere Schwester, weil sie kam als zweite dran, aber sie ist eigentlich auch gleichzeitig die größere Schwester, weil das Event ein wesentlich größerer Rahmen ist. Das, ich glaube, bei den InspiCamp, die ihr zweimal im Jahr durchführt, Marit, habt ihr 50 bis 60 Teilnehmer? Ist das Ja, richtig? einmal im Jahr ist es ja jetzt nur noch, Also ne, sogar weil einmal im Jahr jetzt. einmal InspiCon, einmal InspiCamp, genau, da gibt es immer begrenzten Rahmen und es spricht wirklich auch die fortgeschrittenen Online-Unternehmer an und wir wollten eben wirklich den Rahmen öffnen, weil auch einfach diese InspiCamps immer sofort ausgebucht sind innerhalb von 2, 3 Tagen, dass wir gesagt haben, wir müssen das jetzt einfach mal größer denken. Es gibt diesen Bedarf der, ja, wie wir das ja so schön nennen, nachhaltig orientierten, wie du es nennst, herzensgetriebenen Online-Unternehmer, die halt ja sich kennen von Facebook, von Podcasts, von Live-Videos, solchen wie diesen, kennt man sich ja schon ganz gut. Und dort einfach eine Plattform mal zu schaffen, auf Augenhöhe halt miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen, wie wir immer sagen. Ne? Also das ist im Grunde die Idee gewesen, es größer zu machen, weil die InspiCamps einfach, das sprengte den Rahmen. Ja, es Ja. waren zu viele Leute, die dabei sein wollten. Und das ist ja schade. Ne? Da können so viele von unserem Spirit nicht profitieren. Ja. Und wollen das aber eben gerne. So ist die Story dahinter eigentlich. Ja. Genau, und das erste InspiCamp war mit 27 Leuten, also wirklich relativ klein und überschaubares Netzwerktreffen, wenn du so willst. Ja, und das ist immer organisch weitergewachsen und ihr habt euch einfach führen lassen in dieser Ja. Richtung bei diesem größeren Event. Und wie viele Leute kommen zu dem größeren Event, Marit? Was ist diese Also Gruppe? 160 ist da jetzt das, was der Raum hergibt. Ne, es ist ja so, dass es ein Kombiprodukt ist. Ja, es ist eine Konferenz. Das heißt, es gibt jeweils an jedem Morgen drei inspirierende ja, Keynotes, ja, Speaking, also Vorträge, die für alle interessant sind, die eben so das Herz, die Perspektive öffnen sollen. Und nachmittags kann ja jeder quasi auf die Bühne. Und dafür brauchen wir verschiedene Räume in verschiedenen Größen. Genau, wir haben eben einen sehr großen Raum, das Plenum. Da passen eben maximal 160 Leute rein, so wie wir es bestuhlen möchten. Ja, denn wir wollen auf keinen Fall dieses klassische, man sitzt hintereinander und guckt irgendwie auf den Vorderkopf des Vordermannes, auf den Hinterkopf des Vordermannes, sondern wir haben ja diese etwas rundere Bestuhlung und deswegen sind es 160 Leute, die in das Plenum passen. Und dann gibt es eben noch 8 weitere Räume, die nachmittags dann für Sessions genutzt werden. Ja. Also so Genau. ist das Konzept. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber wir wollen ja über Inspirationen sprechen. Ja. Und ja, das ist einfach der beste Rahmen dafür.
Ja, das ist so. Und ich habe letztes Jahr das große Privileg, auch auf der Bühne zu stehen als eine der Rednerinnen, habe teilgenommen als Sessionhalterin und habe profitiert als Teilnehmer von vielen, vielen Gesprächen und auch als Teilnehmerin in Sessions selber. Und was wir heute machen, ist zweierlei, weil einerseits haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir die Magie, die entsteht in diesen Inspirationsevents, insbesondere bei dem InspiCon, die bald um die Ecke kommt, das ist der 3. und 4. Mai, gell? Also es ist demnächst, es gibt noch, ich glaube, Stand heute, 6. März, noch 24 Plätze dafür, dass wir einfach diese Magie, die wir selber erlebt haben dort als Online-Unternehmerinnen, irgendwie vermitteln auf eine Art und Weise. Und andererseits wollten wir auch über das Thema Inspiration im Allgemeinen sprechen und was der Wert ist für dich in deinem Leben und in deinem Business, was er zu deinem Erfolg beiträgt. Und der Beweggrund auch dahinter ist auch ein vor kurzem entstandenes Gespräch zwischen Marit und mir, wo wir entdeckt haben, dass wir beide irgendwie so im Aufbruch sind, auf eine andere Art und Weise Business zu machen. Und wir werden heute wahrscheinlich stolpern und holprig unterwegs sein, weil wir das noch nicht so ganz mega klar herauskristallisiert haben von der Botschaft. Aber unsere Absicht ist es, einfach den Spirit von dieser Art und Weise auch zu übertragen. Genau. Wie siehst du das, Marit? Genau, also das ist wirklich spannend, das Gespräch, was wir auch neulich hatten. Im Grunde sind wir beide ja gestandene Unternehmerinnen, die irgendwie, ne, wir sind ja auch ein Erdsternzeichen, oder? Also die Jungfrau sind wir ja beide. Nee, bist du Jungfrau? Ich bin Waage. Also genau, aber jedenfalls bin ich von mir aus, kann ich sagen, sehr erdverbunden, sehr pragmatisch. Und trotzdem merke ich, dass mich eben spirituelle Themen im Business reizen und interessieren. Und das ist vor allem so das Gefühl, dass dieses klare Planen und alles Durchdenken und alles irgendwie mit dem Kopf und Verstand machen, dass das einfach schnell an Grenzen führt. Ja. Und ja, tatsächlich haben sogar diese Inspi-Events da auch ihren Anteil bei, denn dort habe ich erlebt, wie mich wirklich was anderes steuert als mein Ego, als dieses, ja, ich, Marit, ja, möchte jetzt Geld verdienen und ich, Marit, möchte mit meinem Namen irgendwie gesehen werden für eine bestimmte Leistung. Das war völlig im Hintergrund von Anfang an. Und Katrin erlebt das genauso. Katrin ist ja auch spirituell offen, was das angeht, und trotzdem aber auch irgendwie sehr, sehr verbunden und keine ESO-Frau. Ja, es soll nicht abwertend sein, aber so in der Ecke sehen wir uns eben nicht. Und zwar war das so ein Impuls, den ich heute gar nicht mehr zu fassen kriege, ihr auf eine Postkarte raufzuschreiben: Sag mal, wollen wir nicht mal zusammen ein Event organisieren für unsere Filterblase? Ich habe es nicht so formuliert, aber so ungefähr. Sie hat gerne Events organisiert. Ich weiß von mir, ich kann das nicht. Ja, also diese ganzen Dinge im Kopf behalten, Catering und Co., da würde ich mich hoffnungslos verzetteln. Mhm. Ich habe aber ein relativ großes Netzwerk und eben diese Vision, dass wir ja alle gerne alleine vorm Computer arbeiten, aber trotzdem ja eine starke Verbindung schon da ist, über Kommentare, über was ich so von anderen teile, über Gespräche, die man auch mal über Zoom oder Skype hatte. Genau, und dieser Impuls, der war irgendwie göttlich. Sorry, aber ich kann es nicht anders sagen, weil da war kein Business-Interesse dahinter. Ne? Nur dieses aus dem Herzen raus, das soll jetzt sein, das soll jetzt in die Welt. Und auch ohne großes Brimborium, nicht groß drüber nachgedacht, ja, was ist jetzt am besten für unsere Marke, schnell irgendwie ein Design gestaltet von irgendeiner befreundeten Kollegin und schwupp, das Event geplant. Ja, also alles irgendwie wirklich easy. Und es ist bis jetzt easy, obwohl das ja mittlerweile richtige Wellen schlägt, ja, und tatsächlich ja ein großes Event ist. Wir kriegen mittlerweile ja auch diverse Anfragen. Ja, wir sind auf einmal wichtig für diese Speaker oder angehende Speakerinnen, die jetzt sagen, ah, wir sind Experte für, bitte darf ich bei euch auf die Bühne. Ja, das auf einmal kriegen wir eine ganz andere Wahrnehmung. Und nach wie vor spielt unser Ego eine untergeordnete Rolle. Also na klar, wurde es jetzt wichtiger, ehrlich gesagt. Das erste Mal war Angst im Spiel, als wir die InspiCon geplant haben. Ja, mehr Öffentlichkeit, die InspiCamps, da brauchten wir keine Werbung. Das hat sich über Mund-zu-Mund-Propaganda gefüllt. Ja, und tatsächlich auch eine Angst vorm Scheitern. Das ist das erste Mal, dass ich da das Ego gespürt habe. Das war vorher nicht da. Es war immer dieses, ja, wird schon klappen. Und wenn nicht, ist auch gut, ja? Ja. Und diese Art, sich leiten zu lassen,
das ist für mich diese Inspiration, ja, irgendwie von oben kommend oder wo auch immer dieser Geist herkommt. Ja. Und auf einmal werden die Dinge leicht, weil sie nicht erzwungen werden und weil nicht irgendwie eine Angst mich leitet, die mich wiederum dazu bringt, bestimmte Dinge zu lassen oder zu machen und alles immer vom Kopf aus zu steuern. Genau, also tatsächlich kommt es daher und den Namen, den haben wir damals auch so ein bisschen aus dem Bauch rausgewählt, InspiCamp, Inspirationscamp, und er passt immer besser. Es ist total verrückt, als würden wir reinwachsen. Ja? Ja. Genau, denn dieses Inspiration, wenn man da mal den Wortstamm begreift, geben ja Menschen, die vom Herzen her schon handeln, nicht immer, aber immer öfter, ja, das an Leute weiter, die sich das noch nicht trauen. Also so kann man es eigentlich, finde ich, ganz gut in Worte fassen, was da passiert, oder? Ja, das ist es. Und ich geb meinen Senf dazu. Ich sage genau das Gleiche. Gleich komme ich wirklich, ich sage das Gleiche, wie du das gerade gesagt hast, in anderen Worten. Weil vielleicht hören die Leute das von einem anderen Blickwinkel anders. Mhm. Und zwar, wie ich darüber nachgedacht habe vor kurzem, Marit, ist die Idee, früher habe ich mein Business geleitet nach dem Motto, was will ich vom Leben, was will ich vom Erfolg, was will ich verdienen, was will ich? Mhm. Und ich lebte in diesem Gefühl in meinem Business von außen nach innen. Das heißt, wenn ich das im Außen erreiche, dann werde ich glücklich sein. Wenn das nicht eintritt, bin ich nicht erfolgreich. Mhm. Wenn es droht, nicht einzutreten, habe ich Angst. Das, was du gerade angesprochen hast, ich fühle mich unsicher, dass es nicht klappen wird. Und tatsächlich, wenn ich in den gesamten Markt hinausschaue, Marit, dort, wo Online-Unternehmer und Unternehmerinnen rausgehen, um selber Infos zu holen, wie sie ihr Business aufbauen, stark von dieses Außen nach innen geprägte, ja, was möchtest du vom Leben, was möchtest du von deinem Business haben, um diese Erfolgsrezepte und Strategien, wie du dorthin kommst in diesem Modell. Und das, was du beschreibst aus meiner Sicht, ist die andere Fragestellung, nämlich, was will das Leben von mir? Mhm. Was will durch mich durch? Ja, genau. Und das, was durch mich durchkommt, in Form von dessen ist in Form von Inspiration. Es ist wie, wenn das Leben kommt und ein bisschen sagt, hallo Shalia, ich habe was, es möchte was von mir und es muss mich zuerst inspirieren, bevor ich es auch tue. Ja. So ungefähr. Und dann sagt, willst du nicht diese Postkarte schreiben an die Katrin? Ja, so, ja, genau. So in die Richtung. Und das Gefühl dabei ist ein ganz anderes, weil ich folge auf der Art und Weise quasi die Brotkrümel des Lebens wie Hänsel und Gretel im Wald, ja, und um jede Ecke biegend schaue, was ist als nächstes, was mich inspiriert, weiterzugehen. Ja, das ist ein schönes Bild. Auf der InspiCon hattest du das Bild verwendet, oder vielleicht war es auch im InspiCamp, dass man so eine Lampe aufhat auf dem Kopf und eigentlich im Dunkeln tastet. Und alles andere ist im Grunde auch vermessen. Ja, es ist so, als würden wir die komplexen Zusammenhänge des Lebens und des Business, ja, da hängen so viele Faktoren dran, ja, von uns privat, von außen und so weiter, als würden wir den Riesenscheinwerfer haben, der 2 Jahre in die Zukunft blicken kann jetzt mal. Das ist eigentlich vermessen, ja, wie wir kleinen Menschlein, ja, wie können wir das? Und du hattest gesagt, wir tappen eigentlich im Dunkeln, ja, oder irgendwie im Nebel und haben so eine Lampe auf, die immer gerade so die nächsten 1, 2, 3 Schritte beleuchtet. Ja. Und natürlich haben wir eine Ahnung, etwas, das uns irgendwie anzieht da draußen im Nebel, ja. Idealerweise kommt das aus uns raus und im schlechteren Fall ist es von außen gesetzt. Ja. Ich kann mich auch noch an Gespräche mit dir erinnern. Wir sind da ja ein bisschen anders, was unser Ego so vom Business will. Mein Ego wollte eben vor allem immer viel Freizeit und viel Entspanntheit und dass keiner viel von mir will. Ja. Und genau, ich kann mich erinnern, dass du zum Beispiel eine Zeit lang sehr umsatzorientiert warst. So ein bestimmter Umsatz, ne, der sollte es sein. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch im Oktober oder was, wo du sagtest, ich bin völlig gestresst und genervt, aber der Umsatz muss noch rein jetzt, weil den hatte ich mir so aufgeschrieben und so, ja, vorgenommen. Ne? Ja. Genau, und ich glaube, da sind wir beide heute von ab, von diesem so, ja, muss es aber und so oder nicht anders will ich das. Das hat ja fast was von so einem kleinen Kind, der was irgendwie aufstammt und sagt, verdammt, liebes Leben, ich will aber das.
Ja. Und jetzt gib mir das verdammt nochmal. Und wir können das ja auch erreichen. Wir sind so geile Gestalter. Wir können so cool unsere Wirklichkeit gestalten, dass wir das schaffen. Es ist überhaupt kein Problem, sich Ziele zu setzen, ne, die Blockaden irgendwie zu bearbeiten und diese Ziele dann auch zu erreichen. Aber wie du schon sagst, die Frage ist, von wem kommen die Ziele? Ja. Ja, wer sagt, dass die richtig sind? Wer sagt, dass andere Ziele falsch sind? Ja. Genau, und dieses von innen nach außen, das trifft es wirklich gut, finde ich. Also da auch mehr hinzukommen, das hat für mich eine Reife, ja, für die man vielleicht erst durch das Außen auch gehen muss. Also eine kurze Zeit oder eine längere Zeit. Ja. Und das Schöne an diesen Inspi-Camps ist, dass da Unternehmer unterwegs sind, die einfach schon wissen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Die wissen schon, dass vieles lautes Geschrei ist und wenig dahinter. Die haben das erlebt oder sind eben selber auch mit eigenen Kunden an den Punkt gelangt. Und Katrin mit ihrer Moderation tut ja ihr Übriges, ne, dass sie sagt, ist egal, wo du hingehst, es wird immer gut sein und so weiter. Sie moderiert es ja stark in die Richtung an. Und so entsteht so ein Grundvertrauen, das ich ja mittlerweile von Anfang an fast gelernt. Es hat sich, ja, also es wurde aufgebaut durch das Lernen der Teilnehmer an den Veranstaltungen, dass man sich auch zurücklehnen kann und sagen kann, okay, ich kann jetzt gerade nicht entscheiden mit dem Kopf, welche der Sessions jetzt gerade richtig ist. Mein Impuls zieht mich nach draußen. Ja, also so. Und das, glaube ich, ist das Schöne, dass da so erfahrene Leute dabei sind, die schon wissen, dass Business auch so funktioniert, über viel Vertrauen, über eben Zufälle, ne? Zufällige Inspirationen, die von, ja, außen kommen. Aber das ist ja genau, eigentlich kann man sagen, wir öffnen, wenn wir auf solche Veranstaltungen gehen oder generell mal ausgetretene Pfade verlassen, das ist ja nicht nur Veranstaltungen, geben wir dem Leben überhaupt erst die Möglichkeit, uns anzustupsen. Wenn ich hier immer sitze und immer nur das Gleiche mache, glaube ich, fällt es dem Leben ziemlich schwer, ja, zu sagen, ey Marit, na, da, geh mal, hey, da, ja, gucken. Mach auf. Ja, das ist, was du sagst. Also ich möchte zwei Dinge aufgreifen, die du gerade genannt hast. Also das eine, absolut, ja, also wenn wir ständig vor unserem Bildschirm sitzen, mit unserer Scheuklappen auf ein Umsatzziel fokussiert, dann sehen wir gar nichts anderes, was das Leben von uns möchte. Mhm. Es kann noch so schreien und herumtanzen und attraktiv und inspirationsmäßig sein, aber wir würden es gar nicht wahrnehmen, weil wir einfach wie mit diesen Scheuklappen unterwegs sind. Und so, mhm, war ich viele Jahre unterwegs, also einfach so eng geguckt in eine Richtung. Mhm. Und das Zweite, was du sagst, ist, lass uns über diese unterschiedlichen Menschen auf dem Event, weil das ist wirklich für mich bemerkenswert und auch dieses Vertrauen, das da ist, weil das ist das Ding. Wenn du auf InspiCon kommst, InspiCamp, egal von welchen der Events, wir reden gerade über InspiCon, die Leute sind aus allen möglichen Stufen in ihrem Aufbau ihres Online-Businesses. Ja. Das sind einige wirklich sehr alte Hasen dabei. Also ich, mhm, bin jetzt in diesem Jahr mit 10 Jahren, Marit, ich weiß nicht, wie lange du schon unterwegs bist, ähnlich, ne? Ja, 6 Jahre Online-Business, wenn man das jetzt richtig reinrechnet, den Start, ja, meines Blogs sozusagen, dann sind 6 Jahre. Ja, ja, und andere, die noch länger dabei sind und welche, die ganz frisch am Start sind. Mhm. Und weil wir dorthin gehen und nicht, wir haben nicht unsere Facebook-Filter auf, also, nee, nach dem Motto, wir zeigen nur unser bestes, erfolgreiches Gesicht, sondern, oh, wir sagen, wie es wirklich ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an Susanne Pilucca-Tangen und Nicole Franken, die auf der Bühne, mhm, standen, die über ihr Projekt erzählt haben von Mein Bestes Jahr und wo sie dort heute stehen und welche Dinge, die sie ausprobiert haben, wie viele Dinge nicht funktioniert haben, was dann geklappt hat, ja, welche Herzklopfen auf dem Weg war, wo die Gesundheit mal auf dem Spiel stand und dann, wo man wieder hingucken müsste. Und, mhm, die Ehrlichkeit, die sie einfach an den Tag gelegt haben, die alle anderen auch mitbringen. Ja. Und was plötzlich dann offensichtlich wird für diejenigen, die durchstarten, ist, hey, Moment, dieser Weg nach oben zu meinem Online-Business-Erfolg ist nicht einer, der so geradlinig steil aussieht. Nee. Weil sie hören ja nur diese Erfolgsformeln, ja, die, ja, immer steil aussehen, sondern sie sehen, ah, es ist ein Zickzack, da passieren Dinge, dort ist man inspiriert, dort geht man von Faden ab. Und, ja, sie beginnen einfach zu sehen, wie das wirklich von innen nach außen gestaltet wird.
Und ihr Blick auf das Online-Business wird irgendwie anders gerichtet plötzlich. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, die Ängste nehmen total ab, ne? Weil wenn ich alleine zu Hause sitze und mich immer vergleiche mit diesen Facebook-Filtern und Avataren, die da draußen zu sehen sind, und da bin ich auch ehrlich, also auch ich zeige jetzt nicht meine Schwächen irgendwie in die Öffentlichkeit. Die Angst lässt nach, und alleine das, dieses Gefühl, ich bin okay so, wie ich bin, und ich bin auch okay da, wo ich gerade bin. Ja, das ist ja so eine Kernbotschaft, die auch in den Testimonials sich ja stark durchzieht. Das hat so einen Vorwärtsfaktor, weil auf einmal macht es wieder Spaß und dieses inspirierte Handeln ist wieder möglich, von dem du da neulich in deinem anderen Live gesprochen hast. Ja. Dieses Gefühl von tiefstem Herzen, ja, das ist jetzt richtig. Das, mein Verstand mag sagen, Quatsch, ja, mach doch jetzt kein Webinar, du hast doch gar nichts zu verkaufen. Nee. Auf dem, wie auch immer, ich habe aber das Gefühl, ich möchte jetzt dieser kleinen Gruppe, die mir da schon folgt, mal meine Gedanken in Worte fassen. Deswegen mache ich jetzt verdammt nochmal dieses Webinar, auch wenn ich da jetzt keinen Funnel hinter habe. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich die E-Mails einrichte, ja, was ich da schreibe. Das sind ja immer all diese Ängste, die Menschen vom Handeln abhalten, weil sie denken, okay, ich muss erst dies fertig haben und jenes fertig haben, und die machen das aber so und da ist es aber dort. Okay, und in dem Moment, wo ich anfange, mich zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass die Dinge kreuz und quer laufen und nicht so unbedingt von mir gestellt werden, in dem Moment kann ich mich, glaube ich, wieder öffnen, der helfenden Hand des Universums, wenn du so willst, ja, die ja letztlich, ich weiß nicht wie viel Mal, einfacher alles macht. Ja, in dem Moment, wo ich verkrampft arbeite, ziehe ich sofort die Energie raus aus den Schritten, und wenn ich wieder anfange, mich zu öffnen, geht die Energie da wieder rein, schön auszudrücken, und ich kann auch wieder dem Fluss vertrauen. Ja, dass irgendwie zum Beispiel erlebt man dann auch so Dinge wie irgendwie einen Anruf von irgendeiner alten Bekannten, die auf einmal irgendwie einen möglichen Auftrag für einen hat. Ja? Ja. Man hat überhaupt nicht an diese Möglichkeit gedacht. Oder eben gerade durch dieses, ich öffne mich für Zufälligkeiten, ja, es kommen Kooperationen zustande, in die ich im Leben vorher mit meinem Verstand überhaupt nicht gedacht habe. Ja. Genau, und ich glaube, der Wert für den Erfolg, denn also ich glaube auch, dass finanziell erfolgreich sein dazugehört. Ja, ich bin auf keinen Fall jemand, der sagt, also wir sollten nur Gutes tun und uns zurücknehmen und kein Geld verdienen wollen. Denn Geld ist ja auch Energie, die wir erst brauchen. Ne? Ja. Sie muss über uns in den Fluss kommen. Und deswegen glaube ich schon, dass ein wichtiges Ziel ist, auch gutes Geld zu verdienen. Absolut, 100%. Ja, also das gehört zum Spiel von Business. Das gehört zu dem Game. Und wenn ich darf, ich möchte das aufgreifen, was du gerade sagst, weil da kommen wir wirklich von diesem Wert und diesem Befreiungsschlag, den du gerade beschreibst. Mhm. Zwei Dinge kommen mir in den Sinn. Ich liebe dieses Wort Unternehmergeist als Wort. Und zwar Unternehmergeist als Wort ist so, also die Qualität, jemand, der irgendwie, ja, also auf Englisch würde man sagen, you have entrepreneurship in your blood, like it's something you want to do. Du willst irgendwie ein Business aufbauen. Das ist so diese Hintergrundidee. Aber für mich birgt Unternehmergeist in sich zwei Teile. Unternehmer ist dieser Teil von uns, unsere Hände, die E-Mails schreibt, unser Mund, die im Webinar spricht. Der Unternehmer, der was unternimmt und in Kooperation mit dem Geist geht, der die Einfälle und die Inspiration gibt, damit das von der Formlosen in die Form kommt, in die Welt kommt, damit daraus Angebote entstehen und Geld fließt und all diese Dinge. Und der George Pransky hat vor kurzem eine Metapher erzählt, die ich so liebte, und das möchte ich an dieser Stelle teilen, weil die beschreibt diese Idee von Verkrampfung. Ja. Und zwar, er brachte das Beispiel mit dem Körper, und zwar stell dir folgende Situation vor: Dein Körper kriegt ein Virus. In letzter Zeit gehen ganz viele Viren durch die Gegend. Ich treffe nur auf kranke Leute zurzeit. und erkältet und hustend und was weiß ich. Und der Körper funktioniert so: Wenn ein Virus eindringt in den Körper, dann werden alle Kräfte darauf fokussiert, diesen Eindringling wieder zu bekämpfen, wieder rauszukriegen. In der Zeit werden andere Baustellen, die man sonst im Schach hält, erstmal nicht bespielt. Ich kriege zum Beispiel, wenn mein Immunsystem niedrig ist, manchmal so eine Fieberblase, weil die Kraft geht woanders hin. Oder in einem sehr, sehr kalten Wintertag, wenn du ohne Handschuhe rausgehst und deine Finger beginnen abzufrieren oder die Nase,
dein Körper ist in Alarmzustand, es geht alle Kraft auf die inneren Organe, auf das Gehirn und die Extremitäten werden einfach nicht beachtet. Das heißt, wir sind so eingestellt körperlich, dass wir, eine Störung hat Vorrang und alles wird dran gesetzt, uns zu stabilisieren. Wenn wir über diesen Unternehmergeist nachdenken, wo der Unternehmer der Körper ist, der das Instrument des Tuns, dann ist der Geist Bestandteil unserer mentalen und spirituelles Wohlempfinden. Und wenn wir dort im Angst sind, unsere Unsicherheit kommt auf und sagt, oh Gott, ich muss es richtig machen, ich brauche die Erfolgsstrategien von anderen, ich kann mich nicht auf meine eigene Inspiration verlassen oder welche immer auch Verkrampfung ich habe, sichtbar zu werden, whatever gerade am Laufen ist. Unser Geist kommt hin und versucht uns dort zu stabilisieren. Ja. Genauso. Und während unser Geist dabei ist, uns zu stabilisieren, kommen keine neuen Inspirationen durch und wir werden handlungsunfähig in dem Moment. Ja. Und die sind wie, ich erlebe das beim InspiCon, wie die, so eine virtuelle Virenbekämpfung. Alle gehen gesünder in ihrem mentalen und spirituellen Geist raus und sind wieder handlungsfähiger. Ja, das stimmt. Das hatte ja Sabine Pierri auch am Ende gesagt. Sie hat gesagt, wenn Menschen so wohlwollend miteinander umgehen, so liebevoll, ohne Wenn und Aber in diesem geschützten Raum, dann geschieht Heilung. Ja. Punkt. Ja, mehr hat sie ja nicht gesagt. Und daraufhin brach ja echt ein ziemlicher Applaus los, weil das irgendwie ganz gut trifft. Ne? Also genau, im Grunde kann man sagen, unsere Aufgabe ist es, wenn wir wirklich nachhaltigen Erfolg wollen, immer wieder dafür zu sorgen, dass die Energie fließen kann. Ne? Im Grunde sind wir wie ein Fluss, ja, der ist ja unendlich, der fließt immer. Es kommt immer irgendwie wieder was nach und also wenn man sich an so einen Fluss dran setzt, hat man das Gefühl, er ist irgendwie beständig, obwohl ständig die Wassertropfen wechseln sozusagen. Und ich glaube, dieser Fluss ist es, den ich erstrebenswert finde, was für mich Erfolg ausmacht, zunehmend Erfolg ausmacht, wenn ich in der Lage bin, mich diesem Fließen hinzugeben. Ja. Und sobald ich merke, oh Gott, ich verzettel mich hier gerade in tausend Dingen und habe tausend, ich muss im Kopf, dann sortiere ich aus. Ja, dafür hilft mir tatsächlich Meditation, auch wenn ich sie nicht regelmäßig praktiziere. Und ich habe jetzt angefangen mit Qigong. Das ist ja auch bewusst Energien steuern im eigenen Körper und soll ja wieder ins Fließen bringen und so weiter. Und das hilft. Es hilft dann zu sagen, so einen inneren Stopp, Stopp, Schluss. Das ist jetzt zu viel Kopf. Ja, da will irgendwie mein Körper will zu viel. Und ich brauche wieder Muße und Stille, damit ich wieder entscheiden kann, was ist denn jetzt die Inspiration? Wo ist die Inspiration? Was ist das, was sich gut anfühlt und leicht? Ne? Wobei wir vielleicht auch nochmal sagen müssen, leicht. Also ich glaube, inspiriertes Handeln ist nicht immer leicht. Nein. Also es ist auch oft, das merke ich auch an mir selbst, wo der innere Schweinehund durchaus gegensteuert und sagt, halt, stopp. Wenn du jetzt dieser Vision folgst, die sich irgendwie cool anfühlt und richtig, dann ist das richtig viel Arbeit. Wir sprachen neulich über Gedanken, die man über sich selbst hat. Ich habe den Gedanken über mich, ich will nicht so viel arbeiten. Und du sagtest, ja, Marit, du kannst aber trotzdem einfach tun, was ansteht. Und es kann sein, dass unterm Strich das viel Arbeit ist von außen gesehen und sich gar nicht so anfühlt. Obwohl mein Ego sagt halt, stopp, ja, mein Filtersystem ist, mach nur Sachen, die sich irgendwie easy anfühlen. Also die sich easy anfühlen im Sinne von, ich sage ja ganz viel Nein zu bestimmten Sachen, Kongresse und was weiß ich nicht alles und Kooperationen anfangen, alles lieb gemeint und ich sage das auch immer sehr wertschätzend ab, aber ich will nicht so viel in meinem Leben und du sagtest, das ist nur ein Gedanke. Ja? Genauso wie dein, ich will XY an Umsatz haben, ist auch nur ein Gedanke. Nur wir können trotzdem handeln. Ein natürlicher Gedanke. Ja. Das ist verrückt. Ja? Das ist so schräg. Na gut, aber wir kommen echt ab von unserem Thema. Wir kommen nicht ab. Ich finde das spannend für diejenigen, die zuhören, weil ich hatte am Wochenende mehrere Coachings im persönlichen Kontext, nicht Business-Coaching, sondern mit Leuten im Life-Coaching-Bereich, die ich unterstützt habe. Mhm. Und eine Kundin zu mir hat gesagt zum Beispiel, sie glaubt, sie sollte mehr zielstrebig sein, mehr ambitious und sie müsste aus ihrer Komfortzone heraus. Und sie hat mir dieses Zitat gezeigt, so in Richtung, alles Spannende liegt außerhalb deiner Komfortzone. Und deswegen glaubt sie, müsste ich dorthin drücken, also hinforcieren. Ja. Und ich habe zu ihr gesagt, schau, wenn man wirklich sich fragt täglich, was will das Leben von mir?
manchmal führt die Inspiration in eine total bequeme Richtung und man denkt sich, wow, die Inspiration ist cool, ist echt easy. Und manchmal führt die Inspiration in eine echt unangenehme Richtung, aus einer Komfortzone, ja. in eine Zeit, wo man viel macht und schafft. Es kann aber alles kommen. Das ist das Ding. Und wir sind so, unser kleiner Ego-Kopf ist so verbunden an die Endform. Es muss in dieser Form geschehen und nicht in was anderes. Wir haben eine starke Präferenz. Mhm. Und das ist auch so diese Befreiung vom Ego, die zu mehr, ja, mehr Fluss führt. Genau, da passt auch ganz gut zu, was ich dir vorhin am Einstieg erzählt habe. Ne? Wir haben dieses Ziel im Außen, ja, also sieh jetzt irgendwie raus aus der Komfortzone, weil da ist es spannend, ja, andere, ja, der Online-Kurs muss jetzt unbedingt fertig werden, weil dann wird's gut, ja, dann wird alles leichter und ich verdiene irgendwie leichter Geld oder ja, ich will jetzt irgendwie meine Coaching-Termine auf 2 Tage verteilen und die hätte ich gerne immer ausgebucht. Also man hat so ein bestimmtes Ziel. Ja. Und dieses Ziel ist nur stimmig, wenn der Weg es auch ist. Also das hatte ich neulich in einem Buch von Eckhart Tolle gelesen, wo es ja um, also Eckhart Tolle ist ja jemand, der stark forciert, dass man das jetzt genießt und eben das gehört ja zu dem, auch immer zu gucken, was ist denn jetzt in mir und da und das auch zu würdigen und dankbar zu sein. Und er sagt, das schönste Ziel ist nichts wert, wenn der Weg dahin an dir zerrt und dich krank macht und dich auch zu einem unredlichen Menschen werden lässt. Also er sagt ganz klar, ein Geschäft, das aufgebaut ist, zum Beispiel auf den Schultern der Mitarbeiter, die zu viel, zu unsäglichen Bedingungen arbeiten mussten und irgendwie nicht genug bezahlt worden sind und so weiter und was auch auf die eigene Substanz geht, ist kein gutes Business, auch wenn Millionen verdient werden. Ja. Und ein Business, wo aber der Weg an sich integer ist, ja, und auch irgendwie nach buddhistischen Prinzipien, wie auch immer, dass man eben immer das Wohl der anderen auch genauso mit im Blick hat, weil wir letztlich alle verbunden sind. Ja. Dann sind wir an das Ziel nicht mehr gebunden, so stark, ja, weil dann kann das passieren, was wir uns vorgenommen haben. Das passiert ja vermutlich auch oft, aber es kann auch was ganz anderes passieren. Ja. Genau. Und das fand ich irgendwie auch nochmal ganz spannend. Ich glaube, das ist auch, ja, Teil dieses Erfolgsdenkens. Lass uns darüber einsteigen, weil das wäre vielleicht zum Schluss ein guter Punkt zum Fokussieren. Ja. Ich hatte in meinen Notizen, Amarit, aufgeschrieben, etwas, was wir mal besprochen hatten. Und zwar, ich meine, das Event heißt InspiCon, das Live-Event für nachhaltigen Erfolg im Online-Business. Und solange ich dich kenne, redest du über Nachhaltigkeit und Integrität. Und in der E-Mail, die du mir geschrieben hattest, in Vorbereitung auf dieses Interview heute, hattest du auch was geschrieben über wahrhaftiges Business. Mhm. Und ich finde, das, was du gerade begonnen hast zu erläutern, geht in diese Richtung. Ja. Und der Kontrast zu dem ist dieses erfolgsfokussiertes oder erfolgsbasiertes Business, ja, wo alle im Außen nur auf Umsatz, nur auf Gewinn, nur auf finanziellen Wachstum fokussiert sind. Und das, was du ansprichst, geht in eine andere Richtung. Kannst du mehr dazu sagen? Weil das InspiCon steht stark dafür auch. Ja, richtig. Ja, im Grunde muss ich zu jeder Zeit eben immer im Jetzt im Einklang sein mit dem, was ich da tue. Also ich darf eigentlich zu keinem Moment das Gefühl haben, ich beute irgendwas aus. Also mich selbst zuallererst. Die allermeisten beuten sich selbst aus. Im Sinne von, sie gehen über ihre Gesundheit, ja, sie tun Dinge, die eigentlich mit ihren inneren Werten gar nicht so sehr übereinstimmen, weil andere zum Beispiel sagen, du musst mehr verkaufen, ja, du musst verkäuferischer sein oder du musst dich halt mehr zeigen oder was auch immer da so die Botschaften sind. Also aus meiner Sicht ist das die Leitlinie. Zu jeder Zeit, immer wenn ich, also wir schaffen das ja nicht dauerhaft im Jetzt zu sein. Das ist, glaube ich, illusorisch. Damit werden wir erleuchtet und das ist irgendwie, ja. Wir haben es aber immer mal wieder schafft, im Laufe des Tages so ein Beep, ja, so ein kleines Hallo, wo stehst du gerade? Was fühlst du gerade? Was ist das gerade richtig, was du da tust? Ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir das immer mal wieder präsent haben, vielleicht auch jeden zweiten oder dritten Tag, ja, kurz horchen, ist das richtig? Fühlt sich das richtig an, wo ich jetzt gerade bin? Ne? Vielleicht ist das so ein Tipp. Ja. Und mit wahrhaftig ist ja genau das gemeint, also entspricht das dem der Wahrheit? Entspricht das der Wahrheit? Ja. Es geht ja nicht nur darum, nicht zu lügen, aber letztlich lügt man sich selbst was vor, wenn man eben den Strategien anderer ganz blind folgt
und eben nicht guckt, was will aus mir raus sozusagen. Und ich weiß, es ist total schwer, weil dazu gehört dieses Vertrauen und das Loslassen von Ängsten. Ja. Aber genau, im Grunde ist das, muss das die Leitlinie sein. Also ich habe jetzt gerade so ein spannendes Buch gelesen über buddhistische Prinzipien im Management, also wirklich bezogen auf Manager, die Firmen leiten. Und er hat ja, also das ist ein Beispiel von einem, der mit buddhistischen Prinzipien ein Riesenunternehmen aufgebaut hat, mit Riesenwachstumsraten. Und der eben sagt, in dem Moment, wo ich mich um das Wohl der anderen bemühe, in allem, was ich tue, hundertprozentig wahrhaftig bin, also ehrlich meinen Kunden gegenüber, ja, nicht irgendwie eine Note, oh nee, die habe ich noch nicht gekriegt, die Mail oder sowas, muss ich mir auch meine eigene Nase fassen, wo ich wirklich Interesse daran habe, dass mein Gegenüber erfolgreich ist und von ganzem Herzen glücklich, wo meine Mitarbeiter genauso in meinem Fokus stehen und ich mich frage, was erwartet der vom Leben und von meinem Unternehmen, was ist ihm wichtig? Ja, wenn ich das so richtig bis ins Letzte durchdekliniere, dann kann man eigentlich gar nicht als erfolgreich sein. Und irgendwie klingt das logisch. Ja? In dem Moment, wo ich andere wertschätze, ernst nehme und mir wirklich Gedanken mache, was gebe ich an die weiter? Und auch im Zweifel, also Buddhisten sagen zum Beispiel auch, Schweigen ist dann besser als irgendwie Quatsch labern. Ne? Das ist ja auch irgendwie in unserer Kultur so ein bisschen schwierig. Lieber irgendwas labern, statt irgendwie zu schweigen. Genau. Und dann ist es logisch, in dem Moment, wo wir uns da um das Wohl der anderen bemühen, kann unser Business gar nicht anders als erfolgreich sein, weil wir haben People-Business. Ne? Wir ja noch mal mehr als das, von dem Ella sprach. Ja. Wir machen Geschäfte mit Menschen. Und wenn wir uns darum interessieren, was unsere Follower zum Beispiel wirklich interessiert, was einzelne Menschen wirklich interessiert, dann kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass wir gute Kunden und gute Empfehlungen bekommen. Irgendwie klingt das total einleuchtend. Und ich glaube, das sind so zwei Leitlinien. Ne? Ja. Mein Körper sagt mir, bin ich da jetzt gerade im Fluss oder blockiere ich da gerade irgendwas? Versuche ich gerade was zu erkrampfen? Und das andere sind diese buddhistischen Grundregeln, irgendwie wie bin ich zu anderen so, wie ich wirklich auch selbst behandelt werden möchte? Ja, ja. Genau, das sind so, glaube ich, die Leitlinien. Ja? Das sind die Leitlinien und ja, genau. Also das erste ist für mich so dieses einfach bewusster sein im Business, bewusster mit sich selbst und im Business. Das zweite ist, woran es mich erinnert, was du gerade erzählt hast. Ich habe vor kurzem in dem Buch Der Prophet im Kapitel über Arbeit gelesen. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und das habe ich auch letztes Jahr auf der Inspire Camp eigentlich darüber gesprochen, unbewusst, ohne diesen Kapitel jemals gelesen zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, in allem, was wir gerade heute gesagt haben, ist, dass vielleicht hörst du und spürst du, wenn du noch nicht auf einem Inspi-Camp oder Inspi-Con gewesen bist, dass es hier ganz anders zugeht als bei manchen anderen Kongressen, die aber ebenfalls ihre Berechtigungen haben, die auf eine andere Haltung basieren, was auch in Ordnung ist. Mhm. Aber das ist auch wichtig zu erwähnen. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern alles, was ist, ist und ist gut so. Und das ist so bei dem InspiCon. Das ist ein anderen Spirit, ein anderes Feeling, was wir versuchen hiermit auch zu vermitteln. Und Marit, vielleicht zum Schluss nur einige Details zu dem Event. Also ich habe schon gesagt, es findet am 3. und 4. Mai in Bonn statt. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Du bist dabei, selbstverständlich. Die Katrin ist dabei. Ich bin dabei und viele, viele andere. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, die Natalie kommt, die Natalie Schnack, ohne sie kein Event möglich ist. Und was ich auch erwähnen wollte, ist, dass sehr wohl auch über Strategien im Business gesprochen werden, die dein Business voranbringen, ist es nicht so, dass Strategien verpönt sind, sondern man kommt mit einer anderen Brille. Man kommt nicht und hört die Strategien anderer an und denkt, oh Gott, ich muss es genauso machen, sonst werde ich nicht erfolgreich, sondern man hört die Strategien von anderen und denkt, oh cool, das sieht mich an, das inspiriert mich. Was ist die Nachfolge für mich, eine Erkenntnis, was ich daraus gewinne? Oder? Ja, richtig. Ich meine, es waren sogar gegensätzliche Aussagen. Ne? Teilweise die Uta Nimskan, die von der Bühne sagte, ich mache keine Freebies mehr. Ja? Und Alex Miethaus, der jetzt für Herzens-E-Mail-Marketing steht, der sagte, ja, ohne Freebie geht's halt gar nicht. Also insofern, beides ist okay. Beides hat und es ist eben nicht der eine, der jetzt auf den anderen eintritt und sagt, ja, das ist Quatsch und das ist richtig.
Ne, es ist tatsächlich, es geht um Business, es geht um Geschäftsthemen, ganz klar. Also auch in den Sessions sind zwar mal auch Mindset-Sachen dabei, ja, wie ich meinen Perfektionismus überwand oder sowas, aber es geht im Kern um Online-Business. Ja, ja. Wie gestalte ich einen Online-Kurs? Was mache ich, wenn mein Live-Produkt nicht funktioniert? Wie nutze ich Xing? Wie nutze ich Social Media? Welche Plattform? Ja. Also es ist ja alles dabei, eben das, was die Teilnehmer mitbringen. Ja? Ja. Und das sind teilweise eigene Erfahrungen, sind teilweise Expertenthemen. Ja. Genau, also insofern, das ist ja ein bunter Mix. Ja, was gibt es noch an Rahmenbedingungen? Rundherum auch immer viel Netzwerken stattfindet. Ja. Also ich würde tatsächlich raten, mindestens 2 Nächte zu buchen in Bonn. Also die Leute reisen ja wirklich von weit weg an, Schweiz, Österreich, Norden und Osten und so weiter. Mhm. Weil der Donnerstagabend zum Beispiel, da wird immer schon fleißig genetzwerkt, also in etwas kleinerer Runde logischerweise, alles selbst organisiert durch die Teilnehmer. Und zum Beispiel am Sonntag hatten viele noch das Bedürfnis, irgendwie noch was zusammen zu machen, was halt mal nicht mit Business zu tun hat, ja, weil wir uns das schon auch teilweise jahrelang kennen, einfach mal Bock hatten, was Richtiges zusammen zu machen, was Echtes, ja, nicht nur zu sitzen und zu reden. Und deswegen hat Katrin zum Beispiel jetzt eine Wanderung geplant. Also das heißt, ich bleibe auf jeden Fall zum Beispiel bis Montagabend noch, also bis Sonntagabend und fahre Montag erst zurück. Das heißt, ich schlafe sogar 4 Nächte in Bonn, weil es drumherum irgendwie genauso wertvoll ist, wie jetzt der Input auf dem Event selbst. Ja. Ne? Ja. Also das wäre so mein Tipp. Das muss natürlich nicht, aber es macht wirklich Sinn, nicht irgendwie in allerletzter Minute morgens anzureisen und am Samstag irgendwie mit einem Punkt 17 Uhr da weg, weil ich weiß nicht, du kennst ja auch unsere Abschiedszeremonien und so weiter. Das Schöne ist ja auch, dass wir alle miteinander lachen und auch endlich mal uns richtig kennenlernen als Menschen. Ja. Und das würde ich jetzt sagen, für jeden, der da kommt, mindestens 10 Menschen, die sie zwar vielleicht noch nicht live kennen, aber wo sie wissen, für was der steht oder die. Ja, also die Teilnehmer sind genauso wichtig wie die Referenten, wenn nicht wichtiger. Absolut, also jeder gleichgestellt, aber man lernt wirklich die Leute, die man sonst nur im Netz sieht und hier nur so in diesen Profilbilder oder in 2D, man erlebt sie live, man merkt, wie klein ich bin, wie groß Marit ist, ich muss immer zu ihr hinabschauen. Und was vielleicht auch erwähnenswert ist, Marit, ist, was ich mitbekommen habe das letzte Mal, weil ich gehöre auch, obwohl man es mir gar nicht ansehen würde, sehr stark zu den introvertierten Seite des Lebens ganz häufig. Und für mich ist ein großes Event mit ganz vielen Leuten manchmal auch eine energetische Kraftakt. Und ja, klar. Manchmal gestaltet sich's ganz easygoing und ich bin am Ende energetisch und manchmal bin ich total erschöpft. Mhm. Und es wird für diese Situationen gesorgt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man sich zurückziehen kann. Du und Katrin, ihr habt sogar Konzepte überlegt, wie das geht. Und das ist vielleicht auch wichtig für die anderen. Ach, ich weiß noch gerade, was Nathalie geschrieben hat. Sie schreibt gerade, ich bin fasziniert, wie synchron wir 3 über Jahre gehen. Ja, nur. Das ist wirklich ganz faszinierend. Viele kennen sich wirklich schon seit Jahren und irgendwie sind wir ja alle auch reingewachsen in unser Business. Ne? Als wir damals anfingen, da hatte ich zum Beispiel noch Mini-Umsätze pro Jahr und machte das irgendwie nebenbei und war noch ganz sicher, ob das irgendwie trägt. Und ja, heute kann ich meinem Mann ermöglichen, dass er auf Teilzeit geht, so ungefähr. Ja. Also so, das ist schon ganz cool, so mitzukriegen, wie die anderen sich auch entwickeln. Das finde ich auch ganz großartig. Genau, und Introversion, das ist ein wichtiges Thema. Also introvertiert sein bedeutet ja nicht irgendwie per se kontaktscheu. Ne? Siehe Nathalie, die das ja immer wieder auch aufklärerisch in die Welt bringt. Mhm. Und es bedeutet auch nicht, schüchtern zu sein. Deswegen habe ich ja zum Beispiel jahrelang geglaubt, ich bin introvertiert. Ich habe kein Problem, auf eine Bühne zu gehen. Ich gehe auch unter Menschen, ich gehe auf Leute zu, ich habe damit kein Problem. Aber mich kostet das Zusammensein mit Menschen unterm Strich Energie, wie du schon sagtest. Und dafür, das haben wir so im Blick, weil Katrin und ich sind das selbst. Zum Beispiel ein Ruheraum, ja, wo Kissen auf dem Boden liegen und ein paar Stifte und so ein Kram. Stell dir das mal bei einem anderen Business-Event vor. Ja, Leute liegen auf einem Teppich auf dem Boden und malen. Das sehen nicht alle, ne? Aber man kann da einfach so chillen. Oder es haben sich auch Leute einfach auf den Rasen gelegt und keinen wundert's. Ja? Keiner sagt, wie interessieren dich denn die Themen nicht? Ja? Liegt einer auf dem Rasen und sagt, ja, ich entspanne mich halt. Ich bin noch ein bisschen müde. Also, ich würde auch ganz gerne allein sein. Tut mir leid, wenn wir gerade nicht sprechen können. Das ist auch okay, ja? Das ist völlig okay. Und das, also Nathalie sagte auf der ersten InspiCon, auf der sie war, dass sie ja da hinten nach nochmal aufgestanden auf dem ersten InspiCamp und hat gesagt,
Also, ich wollte jetzt nochmal erklären, was introvertiert sein bedeutet, ja, weil sie eben den ganzen Tag über angesprochen war. Und außerdem ist das hier das Event mit der höchsten introvertierten Dichte, die ich kenne. Und das, ja, bedeutet einfach per se, dass wir sehr achtsam da miteinander umgehen. Ja, da wird nicht einfach irgendwie sich eingemischt in irgendein Gespräch oder sowas. Ja. Also so diese ganzen Dinge, die man so hasst auf solchen Events. Ja, und auch, dass wir uns alle kennen oder dass sich viele kennen und ja auch die Neuen so einbezogen werden, ganz liebevoll und nett. Ich glaube, das macht es für Introvertierte so, dass tatsächlich bei mir mittlerweile der Energielevel danach nicht total im Keller ist. Ja. Ja. Ich brauche den Montag dann für mich und oft auch noch den Dienstag, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich so denke, oh Gott, die ganze Woche wie erschlagen. Ja, sondern es ist wirklich so, durch dieses Miteinander, achtsame Miteinander umgehen, ist es gar nicht mehr so schlimm mit den Akkus, die sich entladen. Ja. Ja, genau, ich wollte es nur erwähnen, weil ich wirklich tatsächlich Leute kenne, die solche Events nicht besuchen oder absagen, weil sie einfach Angst haben davor. Ja. Und ja. Das seid ihr richtig, wirklich ernsthaft. Also wenn das Thema passt und das, was wir hier gerade so besprochen haben, dieser Grundtenor, da ja auch viel, also es ist viel Spiritualität, die so unterschwellig ist. Ne? Es sind keine ausgemachten spirituellen Unternehmer dabei, die... Aber es ist immer Thema. Katrin fragt morgens, wer hat heute Morgen schon meditiert? Ja, whoop, gehen eine ganze Menge Arme nach oben. Klar, ein paar haben auch gejoggt oder irgendwie gar nichts gemacht, nur gefrühstückt, alles gut. Aber es gibt doch diese unterschwellig, dieses auf sich aufpassen und darauf achten, dass man ein immer wahrhafteres Business führt sozusagen. Also ich glaube, das ist schon so, das liegt so drunter als Thema. Die Kerstin schreibt, schön, euch zwei zu sehen. Kerstin, bist du auch dabei? Ich weiß es gar nicht, ich hoffe, dass du kommst. Die sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Das war es von meiner Seite. Es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Ich würde einfach am Ende von diesem wunderbaren Gespräch meinen Link hinzufügen, wo du hingehen kannst, um zu buchen. Wie gesagt, zu diesem heutigen Tag gibt es 24 Karten noch übrig. Von den 100, aber ist egal. Ach, nicht an. Ich konnte mir die Zahl doch nicht merken. Von den 160, die werden relativ schnell gehen, wie ich das kenne. Also schlag zu, wenn das dich heute angesprochen hat. Und wir sehen uns dort, Marit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schnuddeln und wir haben uns auch noch ein paar nette Überraschungen so am Rand. Also auch dafür sind wir bekannt, dass Katrin so die liebevollen Kleinigkeiten rund um das Event organisiert. Aber gut, das muss man, glaube ich, erleben, um zu merken, wie schön das ist. Und ich sage mir Katrin auch einen lieben Gruß von mir. Ich sehe sie dann erst auf dem InspiCon im Mai. Und danke alle, die heute zugehört haben. Danke für deine Zeit und für das wunderbare Gespräch, Marit. Ja. Ich bin sehr froh, mit meinem Netzwerk zu teilen und mit meiner Community. Ja? Vielen Dank. Und irgendwann kriegen wir das auch nochmal besser und knapper in Worte gefasst, worum es uns wirklich geht und was wir denken, was nachhaltigen, ja, echten Erfolg von innen aus macht. Ne? Ja, heute ich finde, wir haben das gut gemacht. Das ist alles aber wir suchten nach Worten. Das vielen Dank. Auch an alle, die zugeschaut haben. Ciao. Tschüss.